Hallo und herzlich willkommen zu Painting at Home. Heute werden wir dieses Bild von der Brooklyn-Brücke in New York malen. Und zwar werden wir euch die folgenden Sachen zuschicken. Die kleinen Tuben mit unseren Farben. Wir werden euch dann die Pinsel zuschicken. Die haben alle andere Größen, aber ich werde euch dann immer sagen, welchen wir gerade benutzen. Dann werden wir noch euch Papiertücher zuschicken, zwei von den Plastiktellern und ein Holzspachtel. Ich benutze hier heute eine Künstlerspachtel, aber ihr könnt diese Holzspachtel auch so benutzen, wie ich meins. Aber ich werde euch dann immer zeigen, wie man das Ganze so macht. Wir werden euch natürlich auch euren Leinwand zuschicken mit dem vorgezeichneten Bild. Und was ihr zu Hause braucht, ist eine Staffelei, wenn ihr zu Hause habt. Wenn nicht, nur könnt ihr das Ganze auf dem Tisch machen. Und ihr könnt unser Plastik, was wir euch zugeschickt haben, auch als Abdeckung verwenden, damit nichts mit Farbe vollgekleckert wird. Ihr braucht auch Spülkleidung oder eine Schürze einfach ummachen, weil ansonsten könnt ihr dann ganz leicht euer Sachen bekleckern und es kommt nur raus, wenn ihr schnell es auswascht, solange das Acryl noch frisch ist. Ansonsten wird das Ganze ganz schnell zu hart werden. Und ihr braucht noch einen Behälter mit Wasser. Und das ist eigentlich alles, was wir heute brauchen werden. Ihr könnt ruhig euer Bild euch wohin stellen, wo ihr es sehen könnt. Und übrigens, alle kleinen Behälter mit der Farbe sind mit Nummern beschriftet. Und dann werde ich dann immer sagen, welche Nummer wir gerade nehmen, weil eine Menge Farben sehen ein bisschen aus wie die anderen. Also es ist viel einfacher, wenn ich nur die Nummern sage. Ihr könnt die aufmachen, wenn ihr das obere Teil nach oben zieht und das untere einfach runter drückt. Wenn ihr dieses Bild nicht auf einmal malen möchtet, dann könnt ihr diese kleinen Tuben auch zumachen, solange es einen Klick macht. Und dann könnt ihr es bis 2 Wochen noch anwenden. Und zwar könnt ihr jetzt alle euer Tuben aufmachen. Natürlich, wo ihr 2 davon habt, erstmal nur 1 aufmachen. Braucht nicht alles auf einmal. Und wenn ich zu schnell arbeite, könnt ihr ruhig das Video anhalten oder zurück oder vorspulen. Ist eigentlich alles euren Tempo. Das könnt ihr euren Tempo anpassen. Und was wir als erstes machen werden, ist erstes Hintergrund. Und da brauchen wir erstmal unser 14er Pinsel, der oben ganz, ganz gerade ist. Und damit könnt ihr ganz leicht, oder ihr könnt auch mit euren Spachtel die Farbe aus der Tube rausfischen. Und zwar werden wir jetzt ein Klecks von den Schwarz erstmal auf unseren Teller tun, circa so viel. Und von den Dunkelblau, das ist Nummer 8. So, erstmal die 2 Farben. Wir werden erstmal den Hintergrund hier oben machen, dann die dunklere Teile dann auf dem Wasser. Und ich werde euch dann zeigen, wie man mit der Spachtel arbeitet danach. Aber erstmal können wir ruhig ganz viel von unseren Schwarz und Dunkelblau benutzen. Und zwar könnt ihr dann auf jeden Fall mal ein bisschen Schwarz nehmen und mit dem Dunkelblau vermischen.
Ihr müsst nicht das Ganze, also nur, also mehr von den dunkelblau und wenig von den schwarz. Und von hier, von rechts oben anfangen und das Ganze so oben verteilen, aber nur das obere Teil. Wir können auch gleich mal die Seiten von der Leinwand anmalen. Und zwar wird das viel besser aussehen im Endeffekt, wenn das Ganze fertig ist. Insbesondere bei solchen dunklen Farben sieht das auch ein bisschen interessant aus, wenn die Leinwand dann auf den Seiten nicht angemalt ist. Ihr könnt ruhig mit ganz viel Wasser die Farbe einfach gut verdünnt überall auftragen. Hier oben. Ihr könnt auch mehr von den Blau nehmen als von den Schwarz, wenn ihr mehr nach unten geht. Aber wir werden dann noch mit der Spachtel dann ein paar andere Farben auch dazu mischen und verteilen. Diesen Blau könnt ihr mehr nach unten kommen. Wie gesagt, gut verteilen. Macht euch keine Sorgen, wenn die Farben nicht genau verdünnt sind und manche Stellen dunkler und manche Stellen heller sind. Das wird das Interessante daran am Ende, weil wie ihr sehen könnt, unser Originalbild ist ja auch absolut chaotisch im Hintergrund. Könnt ruhig mehr von dem Blau dazu machen, dass das Ganze ein bisschen aussieht, als wäre das dreckig. Auf dem Original seht ihr ja auch, dass da oben links die Farben ein bisschen so grau und dunkel sind. Wir können ja nicht das Ganze eins zu eins abkopieren, aber ich werde euch zeigen, wie man ein sehr schönes Bild davon machen kann. Mit dieser Spachteltechnik. Könnt ihr auch ruhig in die Mitte so das Blaue so verteilen und desto tiefer ihr geht, desto mehr Wasser solltet ihr benutzen, dass die Farbe sich gut verdünnt. Und wir werden die Häuser auch ein bisschen bedecken. Also wenn ihr findet, ihr könnt die Vorlage noch
mit einem Filzstift einfach nochmal anmalen, dass die Linien besser sichtbar werden. Und dann könnt ihr auf jeden Fall mal sehen, dass die, auch wenn das Hintergrund bedeckt ist, die auch sehr gut sichtbar sind für nachher. Aber wir werden die Linien auch bedecken mit anderen Farben. Also wir werden die Farben sehr dick benutzen. Und deswegen wird sich das Ganze dann mehr wie bei dem Original das sichtbar machen. Dass die Texturen mehr sichtbar werden. Ihr könnt ruhig hier oben auch in die Häuser so reinmalen. Wie gesagt, wenn ihr das nochmal mit einem Filzstift gut bemalt, dann wird man die auch nochmal sehen. Und wir werden da auch noch mit anderen Farben da reingehen. Also auf jeden Fall wird das ein bisschen mehr dicker mit den Farben. Ihr könnt euch auch ein kleines Stück von den Weiß nehmen, circa so viel, und von den Hellblau, das ist Nummer 7. Und die zwei einfach vermischen, dann kriegen wir so ein Babyblau. Das können wir hier unten so verwaschen im Hintergrund. Und hier auf der anderen Seite unter der Brücke. Bisschen dicker. So in der Art. Ihr könnt noch dieses Blau hier oben auch noch hinter der Brücke so aufmalen. Auch ganz dünn. So, wenn ihr die habt, dann könnt ihr euch auf euren Teller ein bisschen von allen nehmen. Also erstmal von den Magenta, das ist Nummer 5. Circa so viel. Vom Orange ein bisschen, das ist Nummer 3. Auch so viel. Von den Gelb. Von den Rot. Das ist Nummer 4. Und wenn unser Hintergrund noch ein bisschen besser trocknet, da werden wir auch noch arbeiten. Aber jetzt machen wir hier das Hintergrund von den Häusern. Und da, wie ihr seht, es ist alles so orange, pink im Hintergrund. Und ihr könnt noch auch von eurem Weiß ein bisschen
so auf euren Teller tun. Und zwar werden wir hier unten, wo die Häuser sind, im Hintergrund ganz starken Orange machen. Und zwar von unseren, bisschen von unseren Rot, unseren Hellorange zusammenmischen. Und mit ein bisschen Weiß. Und dann kriegt ihr dieses interessante Hellorange. Und den könnt ihr hier überall im Hintergrund verteilen. Könnt ihr ganz viel, auch ganz viel Wasser nehmen. Weil die Häuser haben dann auch im Hintergrund ganz viel Orange drin. Es ist auch besser, wenn wir da was hin tun, weil das werden wir ja im Endeffekt noch brauchen. Könnt ihr diese Farbe ganz gut nach oben so verwischen. Es kann auch ein bisschen mehr von dem Gelb so reingehen. Es muss nicht alle dasselbe Tonart haben. Das Ganze vermischt sich dann ins Blaue, was wir hier nicht angemalt haben. Ihr könnt ruhig hier unter der Brücke auch mit diesem Rot so alles anmalen. Ups, bei mir ist ein bisschen von dem Schwarz noch reingegangen. Wenn ihr da eine andere Farbe aus Versehen reinmischt, ist auch kein Problem, weil da könnt ihr dann die Farbe verdünnen, solange es frisch ist. Wenn ihr die verdünnt, dann kann man es so ganz gut verteilen, aber hier ist es nicht so wichtig, weil wir werden da eh noch mit ganz dicken Farben drauf malen und deswegen ist es ja nicht so wichtig. Ihr könnt nach oben mehr von diesen hellgelb, also ganz vibrierenden Gelb, noch ein paar Pinselstriche machen. Ihr könnt das Ganze so ganz gut nach oben verteilen. Ihr könnt ruhig die Häuser auch damit bedecken. Es muss nicht absolut perfekt sein. Wie gesagt, wir brauchen diese helle Farben, damit wir die einzelnen Häuser danach besser bemalen können, weil die haben meistens alle so hellere Farben, zumindest im Hintergrund. Könnt ihr die sehen? Und ihr könnt dieses Gelbe mit mehr von dem Weiß vermischen, damit wir so ein sehr helles Gelb erhalten. Und da könnt ihr hier noch im Hintergrund ein bisschen dicker ein paar Stellen so auftragen. Und solange das Ganze hier trocknet, können wir unser Spachtel nehmen. Und zwar, ihr könnt es auch ein bisschen ins Wasser
reintun. Und was wir noch von den Schwarz übrig haben und von dem Dunkelblau, wir können das hier mit der Seite, das könnt ihr auch mit dem Holzspachtel genauso machen. Einfach die so zusammenmischen, damit ihr circa so viel auf euer Spachtel habt. Und hier oben, wie ihr seht, ist es sehr, sehr dunkel im Hintergrund. Also nehmen wir unser Spachtel und dann können wir da so ein paar Striche machen. Wie ihr seht, wird der Spachtel ein bisschen anders. Der trägt die Farbe dicker auf. Aber wenn ihr nicht möchtet, dass es so dick wird, ihr könnt es ruhig mit der Seite so verteilen. Oder was ihr machen könnt, ist so auf der Seite das Ganze so in die Innere ziehen oder von oben nach unten. Und genau so könnt ihr zum Beispiel Wolken machen. Da unten seht ihr auch, dass da ein paar Wolken sind. Und erstmal könnt ihr euer Spachtel dann mit Wasser befeuchten danach und so abziehen, damit ihr nicht alle Farben zusammenmischt. Und zwar könnt ihr euch da ein bisschen mehr von dem Weiß nehmen und ins Hellblaue so reinmischen. Und hier das Ganze könnt ihr so mit diesen Kreisbewegungen da ein paar Wolken machen. Ich muss mir noch mehr von den Farben auf meinen Teller machen. Ihr könnt es auch ruhig am Tellerrand abziehen und dann zusammenmischen oder einzeln. Oder wenn ihr das nicht zusammengemischt habt, ist auch okay, damit es so halbwegs so und so ist. Also da könnt ihr auch so drauf tupfen oder solche Kreisbewegungen machen. Und dann werden sich solche Wolken sich ergeben. Wir können die ruhig in die Mitte mehr reinziehen. Wir können da auch ein bisschen mehr von unserem Magenta reinmischen. Es kann sich auch mit diesem Blau-Weiß vermischen. Wie gesagt, es muss hier auch nicht so perfekt sein. Und hier ein paar Wolken über unserer Brücke machen. Ich kann da auch ein bisschen von den Rot nehmen und das auch reinmischen. Und hier auch ein paar Wolken machen. Wenn das zu flach wird von der Farbe, macht euch da keine Sorgen, macht einfach ein bisschen mehr Weiß rein und da könnt ihr bessere Wolken machen. Oder ihr könnt auch nur die Farbe nehmen, zum Beispiel das Magenta hier oben, weil da ist viel mehr mit warmen Ton. So, und dann ein bisschen mit helleren, also mit ein bisschen mehr Weiß reingehen.
Ihr könnt auch ein bisschen von dem Schwarz hier oben rein tun und solche dunklen Kleckse machen. Wenn ihr zu viel Farbe an eurem zu viel Farbe hier auf euren kleinen Spachtel habt, einfach ruhig mit Papiertuch abziehen oder hier an den Seiten. Wir haben hier im Hintergrund auch dunklere Sachen hier. Also können wir einfach unser Magenta mit ein bisschen Schwarz vermischen und hier im Hintergrund da ein paar dunkle Wolken machen. Aber wenn ihr sagt, ja, ich möchte es nicht so mit der Spachtel machen, dann könnt ihr auch euren 410er Pinsel nehmen und solche Tupfen hier machen. Und eure Wolken einfach besser verteilen. Mit ein bisschen mehr Wasser funktioniert es auch ganz gut. Oben auch noch ein paar. Und wenn euer Schwarz zu schwarz ist, dann einfach mehr von dem Magenta reintun oder ein bisschen mehr von dem, könnt auch ruhig Weiß nehmen und mit Weiß hier unten ein bisschen. Und so kann man die auch ganz gut miteinander vermischen. Also die Farben meine ich jetzt. Die Wolken könnt ihr auch ganz so rausziehen. Die Wolken könnt ihr, wie ihr es möchtet, eigentlich machen. Könnt ihr mehr oder weniger ins Hintergrund stellen. Noch hier unten mehr von dem Magenta reintun. Weil die rechte Seite unten ist mehr so kältere Farben. Zum Beispiel da unten haben wir noch auch mehr von dem Blau, Hellblau. Wenn ihr damit fertig seid, dann können wir mal auch auf die andere Seite ein paar Tupfen machen. Zum Beispiel unser Magenta Schwarz. Da sind auch ein paar Wolken, die relativ dunkel sind. So könnt ihr auch ein paar Tupfen davon machen. Nicht zu viel. Ein bisschen Rot noch reintun.
Am Ende könnt ihr dann auch auf jeden Fall noch zurück, wenn ihr möchtet, ein paar Einzelheiten noch machen, damit zum Beispiel im Hintergrund nichts sichtbar ist von unseren Leinwand. Auf jeden Fall gut abdecken mit Farbe, also überall immer gut mit Farbe da drüber fahren. Und zum Beispiel habe ich hier auch ein paar Stellen. Aber das werde ich ja am Ende noch mal machen. So, unten können wir da auch als erstes mit unseren Schwarz und Dunkelblau alles bedecken. Da werden wir alles noch mit Farben bekleckern. Könnt euch noch mehr von dem Schwarz nehmen. Das wird unser Hintergrund für alle Farben, die wir benutzen werden im nächsten. Könnt ihr auch ruhig mit Blau reingehen. Noch von dunkelblauen. Ich werde damit jetzt weitermachen. Es muss nicht so alles total dunkel sein, aber es muss gut die Hintergrund, also das Leinwand verdecken. Wenn euer Acryl ein bisschen zu dick wird, dann einfach mehr Wasser benutzen, das Ganze besser ausbreiten. Hier unter der Brücke könnt ihr auch mehr Wasser benutzen. Ist einfacher immer von oben nach unten zu arbeiten und nicht seitlich oder so, weil am Ende werden wir auch das Hintergrund oder die Vordergrundfarben auch so runterziehen. Das ist schöner, wenn alles so eine Richtung hat und nicht überall man die Farben hinzieht.
so unter der Brücke einfach diesen Teil schwarz bemalen. Ihr könnt ruhig ganz dick dieses Schwarz benutzen und hier oben auch diesen Teil. Und die Brücke unten kann da auch schwarz sein, hier in der Mitte. Und überall anders werden wir Braun benutzen. Und die Seiten könnt ihr auch mit Schwarz bemalen, wenn wir schon dabei sind. Und hier die innere Seite von der Brücke. Wir können hier schon mal die Brücke selber anmalen. Auch mit Schwarz einfach schön dünn. Und dann werden wir die anderen Teile ein bisschen später noch machen. So, wenn ihr da alles habt, dann können wir hier unten noch ein paar kleine Stellen mit Schwarz so bemalen. Das ist unser Horizont. Und hier die Seiten. Wenn wir damit fertig sind, können wir hier diesen unteren Teil machen. Und zwar könnt ihr euch ganz viel von den Schwarz und von den Dunkelblau noch auf euren Teller nehmen. Also circa wieder so ein Klecks von allen. Von den Hellblau auch und auch von den 6, das ist ein Türkis. Und dann neue Spachtel nehmen und einfach werden wir hier ein paar Stellen mit Schwarz zum Beispiel, können wir erstmal anfangen. Und circa so viel Farbe auf euren Spachtel machen und einfach mit der Seite einfach so runterziehen. Das
muss nicht überall das wie das gleiche aussehen. Und wenn ihr das habt, könnt ihr ruhig noch solche Sachen machen mit der Spitze hier. Also erstmal so runterziehen. Und dann können wir auch ein bisschen von unserem Dunkelblau benutzen. Und so ruhig drauf gehen, weil die Farben werden sich ganz gut vermischen. Und nicht bis zu der Spitze von diesen kleinen Insel gehen, sondern ein bisschen von der Spitze ab, vor der Spitze aufhören damit. Könnt auch ein bisschen Weiß nehmen und das so reinmischen. Auf dem Original ist es auch so, dass unten viel heller ist als oben. Und da können wir auch ein bisschen Gelb hier reintun. Wenn ihr zu viel Farbe hier an der Leinwand habt, dann zieht es ruhig runter. Oder geht nochmal mit einer dunkleren Farbe rüber. Dann wird das Ganze besser zusammenmischen. Ihr könnt auch von euren Türkis was nehmen und hier ein paar Stellen reintun. Und dann bis zum unteren Teil einfach immer alles runterziehen. So. Desto mehr Farben man hat, desto besser sieht es aus im Endeffekt. So, ich nehme mir auch noch ein bisschen mehr von meinem Weiß. Mit meiner Spachtel. Und dann könnt ihr euch immer einen Tupfen rausnehmen, was ihr gerade machen möchtet. Oder womit ihr arbeiten möchtet. Und dann immer auf die Seite so ein bisschen auf euer Spachtel tun. Und hier wird es viel wärmer. Also da können wir dann viel mehr von unseren Rot, Magenta reintun ins Wasser. Aber ich habe jetzt ganz viel andere Farben jetzt auf meinen Spachtel, also werde ich das Ganze machen, waschen. Und wenn ihr solche Kleckse hier hinkriegt, lasst es trocknen und dann geht noch mal drüber. Zum Beispiel mache ich hier noch ein bisschen Rot hin, Gelb, immer nach unten ziehen. Da haben wir ganz viel noch vom Magenta. Macht euch keine Sorgen, wenn die Farben sehr grell sind, weil wir werden danach noch mit Weiß drüber gehen. Und man kann es dann nicht so sehr sehen. Und ein bisschen Orange könnt ihr auch.
Oder ihr könnt euch noch von diesem Dunkelgelb noch oder diesem Sonnengelb und Weiß ein helleres euch anmischen. Und manchmal könnt ihr so horizontale Linien ziehen, damit sich diese Farben auch nicht nur nebeneinander setzen, sondern auch ineinander verlaufen. So. Ihr könnt auch Gelb nehmen. Schön dick drauf. Hier mache ich auch ein bisschen von den Hellblau rein. Misch mir da ein bisschen noch mit Weiß was rein, damit es heller wird. So und hochziehen, ein bisschen auch so verarbeiten. Das muss ja sichtbar sein, dass das auch Wasser ist. Weiß rein tun hier und da. Wie gesagt, das ist auch euch überlassen, wie viel oder was für Farben ihr mögt. Wenn ihr sagt, Orange ist nicht so meine Farbe, ich möchte mehr von den Gelb rein tun oder lieber von den Rot, könnt ihr das auch ruhig machen. Nah zum Wasser ist alles natürlich viel heller und desto tiefer man geht, werden die Farben mehr vermischt und die werden dann viel dunkler und so abgetönter. Hier auch ganz viel mit Weiß noch reinmachen. Und hier in diesem Dreieck, wie ihr seht auf dem Original, ist auch so, dass da ganz, ganz viel Weiß ist, weil das am hellsten von allen. So, wir können da auch ganz viel Weiß so reintun, ein bisschen so vermischen. Wenn ihr zu viel Weiß habt, an einer Stelle einfach wieder zurückkratzen mit der Seite von eurem Spachtel. So, und wir können dann die Wolkenkratzer anfangen. Wie ihr seht, hier auf der rechten Seite sind die ein bisschen dunkler und dann wird es heller und dann wieder so hell. Und im Hintergrund sind die auch sehr, sehr
hell am Ende. Also hier werden wir mehr von Blau reintun, Rot, auch ein paar schwarze Wolkenkratzer sind da. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das auch mit eurem Spachtel machen oder erstmal vormalen circa und dann noch ein paar so Spachtelstriche machen. Ich werde mir ein paar jetzt ein bisschen anmalen, damit es schneller geht. Also ruhig hier die hier an der Seite sind. Eine Menge von denen sind blau. Also werde ich hier ein paar blaue Farben benutzen. Und auch, wenn ihr möchtet, könnt ihr helleres Blau benutzen. Also hellblau oder Türkis mit ein bisschen Weiß zusammenmischen und dann so ein paar Stellen. Also es kann auch so sein, dass unten sehr, sehr dunkel ist und dann geht es ins Helle. Zum Beispiel hier ist es auch, der ist hier schwarz und dann wird es so hellblau. Nach oben. Ich werde mir den auch so anmalen. So, wenn ihr mit hellblau so drauf geht, könnt ihr die zwei Farben ganz gut vermischen, solange die noch ganz frisch sind. Und ihr könnt hier oben gelb und weiß zusammenmischen. Also ein bisschen von gelb und weiß. So einen ganz, ganz hellen Gelb machen. Und hier am Ende vielleicht so die oberen Teile da machen. Und das ist hier auch so. Ich habe da die Wolken drüber gezogen, aber das ist ja kein Problem. Weil wenn ihr ganz dick die Farbe benutzt, auch helle Farben, zusammengemischt mit Weiß, da werden die Pigmente mehr stärker und dicker und einfach das Ganze wird besser decken. Und es sieht auch viel besser aus, wenn das Ganze so ganz dunkel im Hintergrund ist und im Vordergrund dann sehr hell. Das sieht aus, als wäre das Ganze würde so leuchten im Dunkeln. Und die Seite von denen hier ist auch ganz hellblau. Also ganz viel Blau mit Weiß gemischt. Und das, wie ihr sehen könnt, deckt auch ganz gut. Ihr könnt die ganz nach eurem Geschmack dann, wie gesagt, anmalen. Oder ihr könnt auch ein paar Details reintun, wenn ihr möchtet. Und zwar zum Beispiel wie in diesen dunklen Häusern hier. Ihr könnt da ein bisschen Weiß euch nehmen und ein paar kleine Tupfen nehmen und das wirkt dann, als würde man noch ein paar von den oberen oberen kleinen Teile noch was sehen. Wie gesagt, damit könnt ihr auch spielen oder einfach alles bemalen und danach könnt ihr dann auf jeden Fall noch Details dazufügen.
Ich werde mir hier jetzt alles ein bisschen anmalen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dasselbe machen. Hier zum Beispiel in dem mittleren ist unten mehr so dieses Dunkelrot. Könnt auch Magenta benutzen. Könnt die Brücke auch übermalen. Und nach oben wird es viel dunkler. Also da ist mehr so dieses Schwarze oben. Schwarz und Blau in der Mitte, hellblau. Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr das auslassen. Das ganz einfach. Wie gesagt, entweder schwarz oder rot anmalen. Nebenan ist auch ein sehr dunkles, schwarzes Gebäude. Und diese hier vorne könnt ihr ruhig so gelb-orange machen oder lassen. Und hier oben noch ein paar Details dazu fügen. Zum Beispiel hier dieses hat mehr so ein rotes, ist mehr so rot. Und an der Seite so hell. Ein bisschen so weiß und rot und so ein Pink könnt ihr da euch ausmischen. Ihr könnt ruhig über die Brücke auch malen und dann am Ende werden wir dann die Brücke auch machen. Aber es ist viel einfacher, wenn ihr das Ganze schon mal habt und alles schon angemalt ist, als wenn man immer die ausgelassenen Stellen da malt. Hier oben seht ihr auch, dass da wieder sehr viel weiß ist. Und zwar könnt ihr das auch so ruhig ganz dick benutzen und anmalen. Das ist wirklich so, wie wenn es leuchtet. Und dann ein paar Striche nach unten ziehen und dann wird sich das Rote mit dem Weißen ein bisschen vermischen. Hier oben haben wir auch mehr Weiß. Wir können hier auch ein paar Tupfen hier reinmachen. Oder wenn eure Farbe noch nicht gut getrocknet, also getrocknet ist, aber nicht dunkel genug ist, wie zum Beispiel hier. Könnt ihr ruhig noch mal drüber gehen mit der Farbe oder ein bisschen Gelb wie hier reinmischen. Ihr könnt auch Blau reinmischen ins Weiß. Diese Gebäude hier im Hintergrund ist auch sehr dunkel. Wenn ihr viel dunkel neben hell macht, dann sieht das viel besser aus, weil es gibt das Ganze ein bisschen Dimension, also es wird
mehr realistisch. Aber wie gesagt, ich werde euch dann auch zeigen, wie man das mit dem Spachtel macht. Also werde ich hier ein paar Sachen anmalen. Zum Beispiel jetzt hier mit Rot. Bisschen Schwarz auch rein tun. Mach mir auch ein paar dunkle Gebäude. Und wenn das trocknet, dann zeige ich euch, wie man die da noch mit Spachtel einfach reingeht und ein paar hellere Sachen macht. Aber erstmal werde ich hier ein bisschen weitermachen und im Hintergrund sind da auch ein paar Gebäude. Das kann man so machen, dass hier mit ganz viel Weiß und Blau, ein bisschen Blau, hellblau zum Beispiel, euren Pinsel nimmt und hier im Hintergrund da ein paar Gebäude hinmalt, dann sieht das aus, als wäre das ganz weit weg. Könnt noch weiß unten bisschen mehr so reintupfen. Es kann auch viel heller werden. Und so hat man eigentlich das Gefühl, dass da im Hintergrund das Ganze viel, viel weiter weg ist. Man kann da auch ein paar Gebäude sehen, aber nicht so genau. Solange hier alles trocknet, können wir hier die Blumen und ein paar Flecken hinmalen. Das kann ich euch dann auch zeigen mit, entweder könnt ihr euren Sechserpinsel nehmen und dann zum Beispiel ins Rote reingehen und hier ein paar Tupfen machen. Oder ihr könnt auch euren Spachtel nehmen und so mit der Ende des Spachtels einfach so die Farbe drauf tupfen. Bisschen von dem Gelb nehmen, dann wird es mehr so orange. Könnt ruhig hier bis zum Ende des Insels gehen. Ihr könnt von denen auch ein bisschen ins Wasser so ein paar Tupfen rein tun. Könnt mehrere Farben auf eurem Spachtel drauf tun und mit denen so
drauf tupfen. Und ein bisschen Weiß auch reintun. Auf dem Originalbild sind da auch ein paar Tupfen von Blau drauf. Und ihr könnt hier ein paar so ein bisschen so mit der Kante so kleine Sachen so reinziehen. Als wären da irgendwelche so Gras und solche Sachen. Und jetzt, wo ihr auch im Hintergrund auch vielleicht alles abgetrocknet ist, schauen wir erst kurz. Wir können dann unser Spachtel nehmen und wenn ihr das mit der Spachtel ausprobieren möchtet, könnt ihr das auch ruhig machen. Wenn nicht, könnt ihr ruhig die Einzelheiten auch mit eurem Pinsel da aufmalen. Aber ansonsten könnt ihr ein bisschen von den Gelb zum Beispiel auf euren Spachtel nehmen und hier oben so die Farbe drauf machen. Oben sind alle fast weiß. So können wir uns da auch weiß nehmen und hier mit der Spachtel so reingehen. Und ihr könnt das dann auch so machen, dass sie das Ganze so runterzieht. Könnt auch von links nach rechts arbeiten. Oder nur eine Linie ziehen, so. Wenn ihr nicht so viel Farbe an euer Spachtel habt, einfach wieder abziehen. Und ganz am Ende solltet ihr ganz viel Farbe haben. Ihr könnt auch ein bisschen das Blaue ein paar Tupfen machen. Erst aber euer Spachtel abziehen und jetzt mit ein bisschen Weiß und Dunkelblau könnt ihr auch ein paar solche Tupfen reinmachen. Und so könnt ihr auch in die andere, was wir vorgemalt haben, auch ein bisschen so reingreifen. Und zum Beispiel mache ich mir auch hier ein bisschen werde ich noch ein bisschen von den Rot und Gelb.
Und so könnt ihr eigentlich ganz gut Farben mischen und Farben abdecken, aufhellen, weil mit der Spachtel kann man eigentlich ganz schön so Texturen machen. Wie gesagt, ihr könnt ja euer Farben ja ganz gerne auswählen. Wenn ihr sagt, nee, ich möchte kein Pink drin haben, dann einfach auslassen. Es ist nur wichtig, dass die Farben vom rechts nach links von dunkel ins hellere Farben gehen. Und damit könnt ihr eigentlich ganz gut dann weiterspielen und sagen, ja, jetzt sehe ich mal morgen, wie das Ganze aussieht mit frischem Auge und was für Farben ich noch reintun möchte oder außen rausnehmen möchte, weil das könnt ihr ja auch, wenn das Ganze gut getrocknet ist, könnt ihr mehr hellere Farben benutzen oder dunklere Farben benutzen. Aber ich finde, es ist immer schöner, wenn die ein bisschen mehr Textur haben und mehrere Farben innen drin haben. Sieht einfach interessanter aus. Das könnt ihr auch am Ende noch weitermachen. Jetzt werde ich in die Brücke einfach ein paar Farben reintun. Und zwar können wir da unseren Weiß nehmen. Und von unseren Hell. Und so Sonnengelb und ein bisschen Rot reinmischen. Rot, Gelb und Weiß. Und wir können damit eigentlich hier die Brücke bemalen. Ihr könnt hier auch einen kleineren Pinsel nehmen, zum Beispiel den Zehner, der oben ganz flach ist. Ich nehme noch ein bisschen von den Schwarz
Und mit dem Rest werde ich ein bisschen Schwarz reinmischen. Und unter der Brücke so ein paar Striche machen. Weil das ist viel dunkler als oben. Das hat dann so einen Effekt, als wären da Schatten drin. Und hier an beiden Seiten hat man solche dunkle Teile. So, hier einfach zwei so, sehen aus wie Augen. Könnt ihr das auch mit Schwarz machen oder mit diesen hellen Braun, Grau machen. Ihr könnt noch hier eine Linie ziehen, wenn ihr möchtet. Ein bisschen mit mehr Wasser. Und oben die zwei Teile auch mit ein bisschen dickeren Linien noch verstärken. Ich werde noch meine Linie, was ich hier habe, also den Teil, wo die Autos da auf der Brücke gehen, noch verstärken. Wenn eure Farbe ganz dick ist, einfach wieder mehr Wasser benutzen. Und versucht so zu malen, dass, wie gesagt, das Hintergrund von, also das Leinwand nicht mehr sichtbar ist. So, und jetzt können wir unsere Brücke auch hier aufmalen. Einfach mit Schwarz die Linien folgen und die Linien bedecken. Ihr könnt ruhig mehr Wasser benutzen, damit eure Farbe ein bisschen mehr verdünnt wird. Und wenn ihr da noch von Hintergrund was sichtbar habt, einfach nochmal drüber gehen, wenn das Ganze trocken ist. Ich werde noch hier ein bisschen warten, weil meins ist noch nicht ganz deckend. Also deswegen werde ich noch hier ein bisschen warten damit. Und solange werde ich mir diesen oberen Teile, also die Linien da, mir ziehen. Zwar werde ich erstmal hier den oberen Teil von meiner Brücke ein bisschen ausbessern, weil da ist noch was vom Hintergrund sichtbar.
Und mit dem Sechserpinsel kann man das ganz gut machen, wenn ihr Farbe nur auf dem oberen Teil habt. Ich zeige euch das mal gleich. Also habt nur Farbe auf der Spitze. Wenn ihr zu viel Farbe habt, einfach hier an den Rand abziehen. Und dann mit ganz dünner Linien einfach zum Spitze so die Linie ziehen. Ihr könnt das auch mit einem Stift, mit einem Alkoholfiltstift auch machen. Mit einem dünnen. Wenn ihr das nicht mit der Pinsel machen möchtet. Aber da werden wir eh nochmal mit weißen Punkten drüber gehen. So macht euch da keine Sorgen drüber. Da könnt ihr auch mit dem schwarzen Filzstift auch einzelne Details noch ruhig euch anmalen, wenn ihr noch ein paar Sachen habt bei den Silhouetten, die ihr gerne noch bemalen möchtet oder mehr korrigieren möchtet. Ich werde noch meine Brücke ein bisschen mehr mit Schwarz bemalen, dass das Ganze schon relativ gut angetrocknet. Ich werde mir noch hier oben an meiner Brücke noch ein bisschen diese oberen Teile korrigieren. Da ist noch auch was sichtbar von Hintergrund bei mir. So, wenn das fertig ist, könnt ihr euch noch weiß auf euren Teller nehmen und einfach ganz, ganz dick so kleine Punkte auf euren Linien da machen an der Brücke. Weil da sind noch ein paar Lichter. Wenn ihr die stärker haben möchtet, könnt ihr dann, nachdem das Ganze getrocknet ist, nochmal drüber mit diesen Punkten. Und desto weiter man geht, werden sich diese kleinen Punkte mehr ineinander verschwimmen. So in der Art. Ja, ihr könnt da noch
ruhig ein paar Details auch reinmachen. Ich zeige euch noch, was man machen kann hier. Und zwar mit unserer Spachtel kann man auch noch hier im Hintergrund zum Beispiel noch ein bisschen Rot und Gelb nehmen. Und da hier am Wasser ein paar kleine Schiffe machen. Ihr könnt da noch ein bisschen Schwarz reintun. Oder ihr könnt euch noch ein paar von diesen helleren Kleckse hier hin machen. Zum Beispiel hier hochziehen am Horizont. So wie eine Promenade da ist. Wir können da auch noch ein bisschen Blau reintun ins Weiße. Damit man sehen kann, dass da auch so kleinere Stände sind oder Häuser. Und ihr könnt dann noch ruhig in den Häusern ein paar so kleine Details reinmalen, wenn ihr möchtet. Und auch ins Wasser noch ein paar Glitzer hier und da. Aber für heute bin ich fertig damit. Und ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß mit diesem Bild und habt eine neue Technik gelernt. Tschüss!